Die Holperpiste auf der Niederkirchner Straße in Hoyerswerda könnte bald der Vergangenheit angehören. Die Stadtverwaltung hat die Erneuerung der Deckschicht zwischen der Dammerau- und Zusestraße jetzt ausgeschrieben. Auf dem rund 240 Meter langen Abschnitt soll der Asphalt abgefräst, die Betonfugen darunter ersetzt und dann die Oberfläche wieder mit einer Schwarzdecke versehen werden. Zum Teil ist auch ein Austausch der Bordsteine vorgesehen. Im Juli sind die Arbeiten laut Amtsblatt geplant.